Hallo zusammen, hier ist 80 und wir spielen heute wieder eine Runde Soul Mask. In der letzten Folge waren wir sowohl bei den ersten Barbarenbaraken, haben da den Boss erledigt und sind danach direkt aufgebrochen, im Grunde genommen hier zur Pyramide und haben da den Boss wiederum erledigt, was ein großer Säbelzahntiger war, was trotzdem einigermaßen funktioniert hat und haben damit im Grunde genommen ja jetzt die nächste Etappe freigeschaltet. Jetzt sollen wir irgendwie eigentlich hier hin zu den Ancient Ruins, weil wir da wohl irgendwie die Fähigkeit bekommen werden, die Stammesmitglieder wiederzubeleben. So, in der Zwischenzeit, seit der letzten Folge, Offcam, habe ich eigentlich gar nicht viel gemacht. Ich habe das Alpaka, was hier irgendwo rumläuft, das muss ich gleich mal suchen, gesattelt. Und im Grunde genommen war es das schon, weil ich nämlich abgelenkt wurde, schäbigerweise. Denn meine Barbarella, die hier auch irgendwo rumläuft, die wurde gekidnappt. Und zwar dann hier zu den Baracken gebracht. Dann muss ich wieder da reingehen und die da von diesem Ritualtisch befreien, ganz am Ende beim Boss. Also quasi, direkt quasi, nachdem ich wieder da rauskam, musste ich schon wieder da rein. Das hat mich ein bisschen genervt, muss ich sagen. Es war jetzt nicht schwer. Wenn man das alles kennt, dann kriegt man das eigentlich ganz gut hin. Es war, wie gesagt, nicht schwer, aber es hat Zeit gebraucht, ja, die irgendwie mir total unnötig erschienen, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ist das denn da? Moment. Ist das Alpaka-AA vielleicht? Das sieht so aus. Ach, schön. Fäkalien, schön. Naja, die nehmen wir mit. So, was steht für heute an? Der nächste logische Schritt ist im Grunde genommen Metallverarbeitung. Dafür brauchen wir, wenn ich es richtig verstanden habe, Zinn und Kupfer. Weil die nächsten Dinge, die wir herstellen können, ich habe Offcam das hier mal freigeschaltet. Ich habe dummerweise einfach random Sachen hier freigeschaltet, bis ich dann merkte, dass mir die Punkte rasend schnell ausgingen. Also da habe ich gedacht, ich kann hier locker alles freischalten, ist aber erstmal nicht so. Habe aber den Smelter freigeschaltet, um eben die Ingots zu bauen, also die Barren zu bauen. Und wenn man hier genau guckt, dann sieht man, dass man Bronze braucht für alle möglichen Sachen, also für die nächsten Waffen, vermutlich auch für die nächste Rüstung. Da habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber es wird auch so sein. So ist es, Bronze, Chainmail, dafür wird man Bronze brauchen. Da so sieht man es auch. Für die Bronze-Tools natürlich auch Bronze. Mit anderen Worten, Zinn alleine bringt gar nichts. Wir brauchen Zinn und Kupfer. So, jetzt gibt es hier unten Zinnerz. Anscheinend ist das ein Pit, also irgendein Loch, wo Zinnerz abgebaut wird. Und hier oben, sehr weit weg, gibt es Kupfer. Erz. So, das beides müssen wir irgendwie zusammenbringen. Da bin ich mir im Augenblick absolut nicht sicher, wie das geht. Das werden wir aber sehen. Wir gucken uns das erstmal an. Wir laufen erstmal hier rüber, weil das ist so ein großes Fragezeichen. Da möchte ich gerne einfach mal vorbei. Liegt eh auf dem Weg. Und dann schauen wir uns die Situation einfach mal an, was wir sehen, was wir machen können und dergleichen mehr. Erstmals jetzt hier auf dem Alpaka, was rasend schnell ist. Wirklich angenehm. Das verbraucht kein Stamina. Man kann hier einfach durch die Gegend galoppieren ohne Probleme. Das finde ich gut. So, und die große Frage, die sich mir stellt, also gut, dieses Zinnerz, da wird es irgendwelche Gegner geben, die wird man irgendwie killen oder was, und dann wird man da Zinn rausholen können, nehme ich an. Die Frage ist aber, da wird ja gerade gesagt, dass diese Zinnpit bewacht wird. Die Frage ist, respawnen diese Gegner? Muss ich, also, oder anders gefragt, fangen wir mal eine Stufe vor an. Ich muss ja sicherlich irgendwelche Stammesmitglieder abstellen, die da das Zinn abbauen, so wie alles andere auch. Da stellt sich mir erstens die Frage, respawnen da Gegner, können die überhaupt das Zinn abbauen oder muss man immer gezielt dahin gehen, einmal irgendwie eine Runde Zinn abbauen, dann sich verdünnisieren? Oh, das Mount hat doch irgendwie Stamina. Ach ja, klar, da links, auf der linken Seite, aber also ziemlich viel Stamina. Okay, sehe ich jetzt zum ersten Mal. Ich bin aber auch zum ersten Mal am Reiten gerade. So, hier gibt es hier eine Menge Bushdogs. Wir werden unser Viech irgendwie hier so weiter weg abstellen, damit es möglichst hier schön stehen bleibt. Dann nehmen wir mal den Speer raus und das Schild. Ja, wo war stehen geblieben? Genau. Ich habe mich gefragt, wie das klappt, also mit dem Zinn. Und selbst wenn ich das Zinn irgendwie abbauen, oh shit, irgendwie abbauen kann, stellt sich als nächstes ja die Frage: Wie kriege ich es zur Hauptbasis? Oder muss ich meine Basis verlegen? Oder muss ich mehrere Basen haben, was ich total ätzend fände?
Und wenn ja, wie funktioniert das? Weil ich ja nur eine bestimmte Anzahl von Leuten überhaupt einstellen kann, ne? Also einstellen ist jetzt vielleicht ein bisschen geschönt vom Begriff her, aber ihr wisst, was ich meine. Also das sind alles Dinge, die weiß ich im Augenblick noch nicht. Ich will jetzt auch nicht irgendwie das googeln, weil ich mir denke, es ist einfach schöner, als wenn wir das gemeinsam irgendwie herausfinden, wie das funktioniert. So, wir pfeifen unser Alpaka herbei. Ich hoffe, der spuckt nicht, wenn man allzu sehr nach ihm pfeift. So, hier sind keine Kisten mehr oder ähnliches. Alles klar, war also ein ganz normaler, ich will nicht sagen uninteressanter, aber ein ganz normaler Hotspot. So, 200 Meter. Ich habe außerdem gesehen, was ich auch im Augenblick noch so gar nicht einsortieren kann. Irgendwo habe ich gesehen, und zwar hier, Production Base. Das kann man freischalten. Auf Level 25 bin ich noch nicht. Da gibt es ein Logging Yard, ein Excavation Pit und ein Collection Yard. Also sprich, was zu Bäumen fällen, was zum aus dem Boden holen, Mineralien und sowas und eben was zum Sammeln. Und die kann ich irgendwie anscheinend aufstellen und dann kann ich da einen Tribesman hin assignen, also draufsetzen, der macht das dann. Da frage ich mich, weil das hier leider auch nicht erklärt wird, was ist der Unterschied, wenn ich denen einfach so sage, sie sollen irgendwo Kram sammeln. Das kann ich im Augenblick noch nicht erkennen. Aber auch interessant. Vielleicht, ja, ich weiß es einfach nicht. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Und wenn ich die Sachen durch die Gegend transportieren lassen muss, das Erz irgendwie in die Hauptbasis, die schaffen es ja nie hier an den Jaguaren vorbei, ne? Nie im Leben schaffen die das lebendig daran vorbei. Ganz davon abgesehen, dass es ja bis jetzt, oder dass ich bis jetzt gar nicht weiß, wie weit die überhaupt laufen können. Also bis jetzt habe ich ja schon öfter das Problem gehabt. Ha, was ist das denn da? Moment. Dismount. Au, 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 au. Nee, 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 nee. Bitte, bitte, bitte. Oh, wow, aber auch nicht mich fressen, bitte. Oh, das war knapp. Oh, das war richtig knapp. Das ist die Pit wahrscheinlich, oder das Pit. Ach, guck mal, das Alpaka hat gar nichts abbekommen, das ist ja schön. Wobei, Moment, jetzt müssen wir mal einmal auf die Karte gucken. Da stand Guardian Flint Tribe. Also der Flint Tribe, das sind ja die Barbarenstämme, der bewacht das, habe ich gedacht. Das ist Zinnerz. Das probieren wir mal eben aus. Korrekt, das ist Zinnerz. Jetzt will ich aber nicht wie so ein Pleb das selber abbauen müssen, ne? So. Aber also jetzt die erste Charge machen wir natürlich schon selber. Ah ja, Flint. Barbarian, Barbarian. Oh, das ist eine richtige Höhle. Moment, da müssen wir mal dem Alpaka sagen, es soll hier bleiben. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir die Kollegen hier irgendwie wegmachen. Ja, ist das dann so gedacht, dass man hier dann irgendwie vielleicht dann einen zweiten Standort errichtet? Nee, nee, du machst das mal nicht hier mit den Bandagen. Oder wie ist das gedacht? Zack. Also ich habe jetzt auch, als ich das letzte Mal, ich weiß gar nicht, on-cam, habe ich den Speer, glaube ich, jetzt gar nicht so sehr benutzt. In der letzten Folge meine ich. Aber ich habe off-cam, als ich jetzt Barbarella befreien musste, sehr viel den Speer benutzt, weil ich es dann irgendwie auch sehr praktisch fand. Ja, hier ist ohne Ende Zinn, ne? Aber was? Oh. Aber was? Wir gehen jetzt hier rein und gucken mal, was Sache ist. Zack. Aber was? Ja, die Leute können es ja nicht abbauen, wenn hier Gegner sind. Wir müssen mal Lampen machen hier. So. Shortcut. Da ist richtig viel Zinn. Also richtig viel Zinn. Wir gehen mal den, ich sag mal, normalen Weg weiter erstmal. Ja, hi. Guckt blöd, aber. Ach, er hat sich überlegt, dass er gar nicht kommen möchte. Okay, ist auch okay. Ich bin ja gar nicht so. Kann ich hinnehmen. Nee, Moment. Da waren noch Knochenpfeile. Hi. Fang. Aua. So. Oh, Lampen. Brauche ich nicht, denn ich habe ja eingestellt, dass ich keine Durability verliere. Das müsste sich ja dann eigentlich auch
auf die Lampen auswirken. Wobei ich sehe gerade, ich habe trotzdem Durability verloren, weil ich das eingeschaltet habe. So, nachdem ich schon Durability verloren hatte. So sieht es schöner aus. Mein innerer Monk ist zufriedener, wenn alles schön aussieht. Ach, ich könnte ja auch mal, was passiert denn wohl, wenn ich einen von denen deterre, also mitnehme, rekrutiere und auf dem Alpaka rumreite? Rennt er dann trotzdem mit? Oder ist ihm das zu schnell dann? Du! Du hast Glück? Oh, doch nicht, du hast doch kein Glück, Entschuldigung. Ich dachte, du hast Glück und du wirst leben. Es war aber nicht so. Also war nicht die erste Zahl, die hochpoppte, eine 300 irgendwas und er hatte danach noch über die Hälfte seiner Hitpoints. Macht das irgendwie Sinn? Nee, ne? Irgendwie nicht. 300, er hat noch über die Hälfte, 297, er ist tot. Da passt was nicht. Behaupte ich mal, da passt irgendwas nicht. Oder ich verstehe irgendwas nicht. So, das bedeutet aber, wir müssen ein bisschen vorsichtiger sein, wenn wir einen. Achso, wir können den ja gar nicht mitnehmen, weil wir den ja sowieso erstmal irgendwo hinlegen müssen. Dann lassen wir das mal. Dann killen wir die einfach nur. Kille, kille. So, hier ist Feierabend, ne? Hier ist Feierabend. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Irgendwo muss ja. Genau, hier ist die Stelle gewesen, wo ich von oben rangekommen bin. Da ist auch Feierabend. Also das ist es. Mehr als das hier gibt es nicht. Aber es sind halt Leute hier. Wie soll ich denn jetzt? Muss ich dann hier was reinbauen? Oder ist das so gedacht, dass man immer mal wieder herkommt und die Sachen abbaut? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber gut, andererseits, wenn, ja gut, ich habe es jetzt so eingestellt, dass meine Sachen nicht kaputt gehen. Ne? Deswegen ist es bei mir tatsächlich relativ Hupe. Ich brauche wahrscheinlich gar nicht so viel. Aber normalerweise müsste man ja immer und immer und immer wieder hier hinkommen. Ich baue das mal ab, das überspringen wir natürlich. So, das war jetzt im Grunde genommen alles, was da drin war. Das war ungefähr so viel, nur mal so, um das zu zeigen. Ne? 600, 1200, ja, ungefähr 1500 Zinn. Hier draußen hätte ich noch ein bisschen mehr holen können, aber ich habe mir gerade überlegt, ich habe gerade nochmal in die Technologiebaum geguckt und habe geguckt, wie viel Zinn brauche ich denn, um einen Barren herzustellen. Da steht hier, ich brauche 2 Zinnerz, um einen Zinnbarren herzustellen. Und das brauche ich ja anscheinend ausschließlich für Bronze. Und ich brauche auch nur einen Zinnbarren für Bronze. Das heißt, diese 1500, rund 1500 Zinnerz, die ich jetzt habe, reichen für 700 Bronzebarren. Das werde ich vermutlich so schnell nicht verbrauchen. Also werde ich die Frage, ob ich hier noch irgendwie so ein Basecamp aufbauen muss oder nicht, erstmal hinten anstellen, bis ich zumindest weiß, was es mit diesen Dingern, die ich gerade gezeigt habe, auf sich hat. Die ich schon wieder verloren habe hier. Production Base, was es hier mit auf sich hat, ob man hiermit irgendwas machen kann. Also grundsätzlich wäre es ja möglich, hier ein Base aufzubauen. Ich weiß nur eben nicht, wie es mit dem Respawn aussieht. Wenn hier der Respawn ist, dann hauen die doch meine Leute auseinander. Also die haben ja nun wirklich, oder bisher haben mich meine Leute, was ihre Kampfstärke angeht, nun wirklich nicht überzeugt. Deswegen würde ich mich jetzt niemals trauen, aber hier ist auch überall Zinn. Ne? Ich könnte auch hier zum Beispiel eine klitzekleine Base aufbauen und hier das Zinn abbauen lassen. Okay, gut, sehe ich ja zum ersten Mal. Ich hatte gedacht, das Zinn gibt es tatsächlich nur in dieser Mine, aber vielleicht gibt es Zinn auch einfach so, hier random irgendwo überall. Ja, so scheint es nämlich auch zu sein. Wir ignorieren mal, was dahinter hinter mir los ist. Ich habe keinen Bock, gegen den Jaguar zu kämpfen. Und ja gut, es kann sein, dass es das einfach hier gibt. Ne? Dann, ja, ist so. Also okay. Alles, was ich gerade gesagt habe, nehme ich zurück. Anscheinend muss man eben ja gar nicht an die Mine ran, sondern man kann hier auch Zinn irgendwo abbauen, wo es, also wird man irgendwo finden, wo es keine Gegner gibt. Alles klar. Aber jetzt sind wir hier an dieser Stelle, wo wir ja irgendwie die Fähigkeit uns holen sollen, unsere Leute wieder zu beleben. Und das interessiert mich jetzt schon. Das gucken wir uns jetzt als nächstes also an. Irgendwo hier so eine Base bauen für ein Zinn-Dings, das weiß ich nicht, ob ich das off-cam mache oder so, oder ob wir das zusammen machen und dann irgendwie on-cam ausklamüsern, wie das funktionieren kann. Schauen wir mal. So, Plünderer gibt's hier, alles klar. Wir legen das Alpaka mal hier ab, sagen dem Alpaka, es soll bitte hier bleiben.
Mist, so. Oh, Level 22 ist jetzt nicht ganz ohne, ne? Aber gut, egal. Wir nehmen unseren Trusty Speer und sagen dem Plünderer. Oh. Oh, shit. Der hält aus. Zack. Zack, zack, zack. So. Okay. Oh, Bronzesachen hat der. Nehmen wir mit. Klar. Corrosion Tank. Oh, AOE-Schaden. Eine Bombe. Granate, wie auch immer. Bronze Arrow. Refined Bandage. Combustion Can. Auch eine Granate. Ich glaube, eigentlich soll man wahrscheinlich mit Bronze ausgerüstet sein. Um hier. Oh, Level 25. Heiligsblechle. Um hier zu fighten, ne? So, ist jetzt mal die Vermutung. Aber was soll's? Versuch macht klug. Ich habe ja klugerweise nichts zum Respawn irgendwo gebaut. Von daher kann ja gar nichts passieren. So, wenn er alleine kommt, wäre der Speer. Boah, was hat der denn für ein Schild? Die, Entschuldigung. Oh, die hätte ich gerne. Die hätte ich gerne gerekrutiertelt. Wenn es recht ist. Kannst du mir das Schild runternehmen jetzt? So, so geht's. Alter, wie wenig Schaden ich der mache. Ja, ist okay. Da ist ja jeder Fight ein Fight auf Leben und Tod. Das ist das Beste, ne? Da kann ich richtig einen raushauen, wenn dieser Move gelingt. Nee, hörst du auf. So, jetzt darauf achten, ob ich die turnen kann. Die ist im Level. Ja, ne. Nicht über mir. Bringt das nicht. Das bringt die noch nicht um, ne? Das bringt die um, natürlich. Natürlich bringt die das um. Ja, hier, warte mal. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe 192,12. Also die Werte, die ich immer vergleiche, ist Max HP und Defense. 192,12. Alter. Ja, ne? Moment, da müssen wir auch mal. Ne, das. Doch, das nehmen wir trotzdem mit, weil es ja immer noch besser ist als das, was meine Kollegen zu Hause haben. Wie funktioniert denn wohl so ein Granätchen? Hier, meine Axt brauche ich so selten. Tu mal weg. Was ist, wenn ich jetzt irgendwo hingucke und die 4 drücke? Oder kommt dann so ein. Nee, kann man irgendwie werfen. Also es ist wahrscheinlich nicht clever, jetzt hier weiterzumachen. Obwohl die war schon sehr hoch. Schwupps. Ist ja auch ganz witzig eigentlich. Aua. Achso, ich hätte mich aber mal heilen sollen, ne? Aua, aua. Wieso blockt er nicht? Ach, der hat auch so ein Riesenschild. Alter, bleib doch mal. Chill doch mal. Oh. Ich muss weg. Ich muss weg. Moment, call him out to follow. Ja, ich glaube, ich bin zu jung dafür. Ich bin zu jung dafür, aber die mache ich noch fertig. Ja, hi. Ah, Level 22 auch, ja klar. Ja, klar. Auch geil, dass die. Alter, die beruhigt sich ja gar nicht. Ja, ist ja gut. Ach du Schande. Ach, man kann auch nicht blocken, wenn der Speer in ihr drin steckt. Beruhig dich doch mal. Ich brauche mein Schwert. Zack. Spielpause. Spielstopp meine ich. Danke. Ich will hier. Ja. Das will ich. Das lohnt sich einfach am meisten vom Damage. Nee, aber das lohnt sich nicht. Also da ist ja jeder Fight, ist ja, dauert ja Ewigkeiten. Wobei ich jetzt hoffe, dass die Kollegin ihr Schwert fallen lässt. Ich kann ja auch nicht die turnen. Das, was ich, aua, interessant finde. Die ist Level 25. Ich bin Level 22 erst. Irgendwie hatte ich jetzt gerade gedacht. Oh.
Irgendwie hatte ich jetzt gerade gedacht, ich wäre Level 25 auch. Weiß auch nicht, wie ich darauf kam, aber habe ich gedacht. Ja, geil. Das ist doch mal was hier. Schön. Ja, aber nee, lohnt sich nicht, da jetzt weiterzumachen. Das lohnt sich nicht. Stattdessen ist folgendes Phase. Mal kurz auf die Karte geguckt. Das machen wir, wenn wir Bronze-Gear. Entschuldigung, wenn wir Bronze-Gear haben. Stopp, was ist das? River Valley Scout. Ah, da gucken wir auch mal vorbei. Stattdessen gehen wir hier hin. Gehen wir hier hin. Und holen uns nochmal Kupfer. Ja, und holen uns Kupfer, damit wir das Zeug einfach haben. Wie viel kannst du noch tragen? Ja, schon noch was. Wobei wir mehr Kupfer als Zinn brauchen, aber egal. Das heißt aber auch, kann ich mich bandagieren? Ja, kann ich. Das heißt aber auch, dass wir vielleicht gar nicht so weit laufen müssen, sondern dass wir einfach irgendwie immer mal zwischendurch mal schauen. Ne, wir gucken erstmal hier vorbei. Immer zwischendurch mal so schauen, ob wir irgendwo Kupfer am Wegesrand quasi finden. Das erscheint mir eine sinnvolle Geschichte. Das heißt, wir müssen immer mal wieder zwischendurch ihn hier machen. Kann man eigentlich sehen? Ja gut, es sieht optisch. Au, 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 au! Au, au, au! Ach ja, geil. Er hat mich dismounted. Die haben mich dismounted. Ja, das wird euch teuer zu stehen kommen. So nämlich. Achso, ich hatte irgendwie gedacht, hier wäre da reingebackt. Ich habe Tasche und Sattel irgendwie so in meiner Hast als Jaguar gesehen. Ja, ist natürlich nicht so. So. Oh, ich habe einen Fuß. Verletzung. Das ist das erste Mal. Dafür gibt es die Splints, die ich natürlich jetzt nicht mit habe. Und ich habe auch keinen Bock, die zu craften. Ich brauche meinen Fuß auch nicht, weil ich ja reite. So. So sagen wir das jetzt einfach mal. Und vielleicht, da gibt es ja auch da hinten diese Scouts. Mal gucken, ob ich davon, ob ich die überhaupt deterren kann, weil die vielleicht, also interrogaten kann, also verhören kann. Weil die ja womöglich höher zu hoch im Level sind. Mal gucken. Auch noch so ein Thema, was ich mal angehen möchte. Das Zähmen von Affen. Die sollen ja irgendwie hilfreich sein. Ich weiß nicht genau, was die machen. Aber ausprobieren. Und auch hier Papageien kann man ja auch zähmen. Alles interessante Sachen, alles interessante Projekte. Aber ich bin halt nur eine Person und kann nur eine Sache gleichzeitig machen. Und auch das, sind wir mal ganz ehrlich, klappt meistens eher schlecht als recht. Der Jaguar kann es bestätigen. Ah. Nein, 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 nein. Brauch Schwert. Level 24. Oh, das könnte. Das ist aber nicht so gut. Oh, ne. Ja, klar. Ja, natürlich. Ein Buschstock. Den mache ich einfach mit kaputt. Indem ich halt hin und zurück springe. Und der Buschstock halt irgendwo dazwischen ist. Ich glaube, er ist schon tot, ne? Ja, also. So. Bist du nicht mehr so stark, wa? Oh, ist knapp, ey. Dass die einen auf dem Alpaka einholen, das ist uncool. Ich sag's, wie es ist. Uncool. So, zwei Stacks habe ich jetzt schon Fußverletzung. Aber ist ja egal, ich reite ja. So, was haben wir hier? Nochmal kurz auf die Karte gucken. Wir sehen, dass wir nichts sehen. Das werden wir erst, erst sehen, wenn wir den Scout da hinten gemacht haben. Level 24. Ich sage. Moment, das sind. Das nervt. Falls ihr euch das gefragt haben solltet, das nervt. Ich behaupte, ich sage, ich nehme an. Komm her. Euch machen wir jetzt weg, damit ihr gleich nicht stört. Ja, okay. Lauf. So, du bleibst schön hier. Alpaka. Bleibst schön hier. Hat auch Schaden bekommen jetzt, ne? Es darf auf keinen Fall sterben, weil ich dann das ganze Zinnerz nicht nach Hause bekomme. Nur mal so. So, wir haben hier Barbaren. Ja, das sind die Rhabarber-Barbaren, glaube ich. Die dürfen auf gar keinen Fall alle gleichzeitig kommen.
Aber ich glaube, wir haben jetzt eine ganz gute Gelegenheit, den Kollegen hier rauszupicken. Oh, der hält auch gar nicht so viel aus, wie ich befürchtet hatte. Ah, das war natürlich toll, dass er das Ziel weggenommen hat. Bumm. Das war der. So, jetzt haben wir da noch den Scout. Den müssen wir zuletzt machen. Den Level 18 Barbaren. Den machen wir jetzt. Gut, der wird da nicht weiter rauskommen. Aber tot ist er. Den machen wir mit so einem Dingsterbumster. So. Und jetzt weiß ich nicht so. Ja, komm, lass mich mal in Ruhe. Weiß ich nicht so genau. Wir machen erstmal eine Bandage rein zur Sicherheit und wechseln auf Schwert. Ich sage mal, ich kann den nicht interrogaten, weil er zu hoch im Level ist. Ich muss erst selber Level 25 sein. Vermute ich. Sie übrigens, nicht er. Doch, kann man. Nice. Donkey. Tschüssi. Das war ein schöner Abgang. So, Bonespear in Gelb auf Epic. 48 Damage. 46 Damage. Ist das irgendwie schlecht, dass er so wenig Dings hat? Eigentlich ja nicht, ne? Komm. Es wird ja eh bald alles irgendwie ausgewechselt gegen Bronze-Gear. Ach shit, jetzt habe ich das irgendwie. Naja, egal. Ach, guck da. Das brauche ich doch. Die Splinten. Die habe ich noch nie benutzt. Das werden wir jetzt auch gemeinsam herausfinden, wie das funktioniert. Das wird wahrscheinlich relativ einfach sein. Ich drücke einfach jetzt eine 0 und dann verbindet er sich quasi. Und die Debuffs sind verschwunden. Ich weiß gar nicht, ob sie vorher noch da waren. Hätte ich mal darauf achten sollen, aber jetzt sind sie auf jeden Fall weg. Dankeschön. Habe ich auch so mir erhofft, wenn ich ganz ehrlich bin. So, ich kann auch meinen. Oh, das ging aber prompt. Die waren nicht so stark. Die haben keine Bronze-Sachen. Das ist gut. Sage ich einfach mal. Das war ja jede Menge Kram. Ich habe mir jetzt nicht alles angeguckt. Irgendwelche Pflanzen und sowas. Es kommt alles zu Hause in die Kisten und die Kollegen werden sich das schon nehmen, wenn sie es brauchen. So sieht das hier also aus. Ancient Ruins Dungeon. Aha, Dungeon. Schön, das kennen wir noch nicht. Oh, hier ist noch eine Zinne. Oh, hier ist noch. Oh, da muss ich ja gar nicht so weit reiten. Ja, schön, hat sich sogar gelohnt. Das ist ja super. Okay, dann ist das unser neues Ziel. Da wird es ja vielleicht hier Kupfererz geben. Dann wiederum, vielleicht kann man dann doch hier irgendwo, wenn hier ein Tinnohr ist und vielleicht dann auch Tinnohr irgendwo hier rumfliegt, vielleicht kann man doch hier irgendwo in der Mitte ein Camp bauen und die bewirtschaften dann beides, Zinn und Kupfer. Wobei man dann sehr, sehr vorsichtig sein muss, dass die, wenn die irgendwie unterwegs sind, nicht, also ich kann ja auch reiten, ne? Nicht ja, irgendwelchen Feinden in die Fänge laufen. Zum Beispiel so ein dummer Bushdog reicht ja schon aus, um die meisten Tribespeople aus den Latschen zu klopfen. Oh, was haben wir denn da? Also ich meine jetzt nicht das doofe Boar, sondern ich meine diesen Schilfbewuchs. Den kenne ich noch gar nicht. Gucken wir uns an. Capybaras. Das kann man aber bestimmt irgendwie. Oder, ne, das sind einfach. Kann man sammeln. Ist aber ganz normales Thatch. Na gut, was soll es auch sonst sein, ne? Fiber, Thatch, Wein. Ja. Okay. Macht Sinn. Kann man nicht anders sagen. Macht einfach Sinn. Anaconda. Ja, also hier kannst du die Leute nicht rumlaufen lassen. Einfach so. Vor allem die doofen Anacondas sind hier auch wirklich, ne, ich sag mal, schwer zu sehen. Affen. Wir werfen einen Blick aufs Kärtchen. Ja, hier kann man ja schon rechts hoch und dann da so rum. Also wenn es jetzt eine Höhle ist, da gehe ich jetzt. Ja, obwohl ich brauche ja Kupfer, ne? Also gehe ich dann schon rein. Boars, Wildschweine. Wobei, also mir fällt, also ich denke immer wieder darüber nach, wie man das irgendwie macht mit einem zweiten Lager oder so. Mir fällt erstmal so keine echte Lösung ein, ne? Also. Ich kann ja den Leuten nicht sagen, sie so, also das geht ja spieltechnisch schon gar nicht. Die Befehle haben ja nicht so eine Reichweite, dass ich irgendwie sagen können kann, sammle hier das Zeug ein und renne dann zurück zum Lager. Wäre auch irgendwie ziemlich kacke für die Leute, muss man ja auch mal so sehen. Mich gerne mal in Ruhe umgucken, kann ich aber nicht, weil die doofen kleinen Bushdogs hinter mir her sind. So.
Turkeys, die sind nicht so schlimm. Piranhas, Kapibaras. Aber hier ist was eingezeichnet. Da bin ich gerade hergeritten, aber nicht zu sehen. Das ist dann wohl wahrscheinlich eine Etage weiter unten. Kann ein Alpaka eigentlich schwimmen? So. Oh, hier ist ein Wasserfall. Oh, und da geht's richtig weit runter. Ich nehme an, da unten ist dann irgendwo. Ja, da ist Erz. Okay, da habe ich natürlich das genau falsch gemacht. Schön. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass ich da runter... Oder ich will es nicht ausprobieren, da runter zu springen. In der Hoffnung, im Wasser zu landen und alles wird gut. So episch. Das will ich gar nicht erst ausprobieren. Das geht garantiert in die Hose, wie ich mich kenne. Wir reiten also brav drumherum nach unten und gucken uns das mal an. Wie Kupfererz aussieht. Und was wir da so mitnehmen können. Kupfer brauchen wir auch mehr. Oder ich guck mal eben, werde ich verfolgt gerade irgendwie? Nee, ne? Gucken wir mal eben hier rein. Smelting-Technik. Das ist hier. Wir brauchen, genau wie beim Zinn auch, brauchen wir 2 Erz, aber für den Bronzebarren brauchen wir 2 Kupferbarren. Das heißt, wir brauchen quasi im Grunde genommen das Doppelte. Das Alpaka hat auch so langsam Hunger. Und da. Und ich habe Thatch dabei. Da steht auch, dass man Alpakas damit feeden kann. Wenn ich jetzt hier E drücke, haut er sich ein Thatch rein. Das bringt überhaupt nichts. Ich meine, ist ja auch irgendwie, macht irgendwie Sinn. Deswegen drücke ich jetzt, rammel ich mal die E-Taste. Ich weiß nicht, E gedrückt halten kann man nicht. Ich kann es also nur rammeln. Ich sehe aber, dass ich am Hunger, ach doch, ganz klein bisschen tut sich da. Meine Güte, okay. Ist das wohl auch von alleine, wenn... Will das Risiko eigentlich nicht eingehen. Nicht, dass es wegläuft und das ganze Zinn dann hier rumliegt. Außerdem ist es ganz gut, wenn ich das Thatch verbrauche. Wir überspringen das jetzt mal eben. Also wenn ich das Thatch verbrauche, bis dass ich gewichtsmäßig mehr Kupfer mitnehmen kann. So, es sieht relativ voll aus hier mit dem Hunger. 36 Thatch, okay. So, wir reiten weiter nach unten Richtung Wasser, wo wir das Kupfererz vermuten. Hier ist es allerdings bis jetzt nicht so, dass hier Kupfer schon mal so random rumliegt. Wie das jetzt bei der Zinn. Oh shit. Nein, 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 nein. Natürlich. Ja, ja, ja. Ist gut jetzt. Ist gut. 7-0. Oh, der ist. Super. Alpaka. Dem Alpaka haben wir es gezeigt. Nee, komm, Alpaka, bleib mal stehen jetzt. So. Ist gar nicht so schwer, wenn man hier das wieder mit dem Schwertangriff schießt. Ist das alles schaffbar, ne? So. Aber man muss schon irgendwie gucken. Und ich bin auch froh, dass ich meine Splints habe. Kann ich die eigentlich hier einfach E drücken und dann benutzen? Dinge passieren. Das war jetzt vielleicht zu schnell, weil ich noch mit der Bandage zugange war. Er macht was? Achso, can be cured by herb or stasis dissipation soup. Ich glaube, die habe ich. Die Suppe. Schauen wir mal. Sortieren wir mal. Hier ist er. Trink, Bursche. Siehste, geht doch. So. Blöder Panther. Jaguar, Panther, keine Ahnung. So, hier ist ein... Da ist der Eingang, nehme ich an. Ne? So. Dann schauen wir mal. So, das sieht auch... Ja, sieht natürlich auch anders aus. Rötlicher. Macht Sinn. Ich baue das mal eben hier ab und dann gucken wir mal... Geht's hier gut? Gucken wir mal in die Höhle. Da wird es ja auch wieder, ich habe es jetzt gar nicht im Kopf gehabt, aber da wird ja auch irgendein Guardian wieder sein. Oder nicht? Bush Dogs. Gut, ich sammle hier ein bisschen was ab, das überspringen wir natürlich. So, kurzes Update. Ich bin jetzt in der Höhle, die übrigens von Design her exakt identisch ist zu anderen. Aber hier ist ein Elite-Bush Dog am Ende. Da müssen wir doch mal eben gucken. Das kennen wir noch nicht. Wir kennen noch keinen Elite-Bushdog. Ich hoffe, die finde ich ja in der normalen Version schon unendlich nervig. Ich kann den nicht anvisieren. Jetzt ist er anvisiert. Schön. Okay. Okay, das war jetzt
von übersichtlicher Schwierigkeit. Also ihr seht, die Höhle, auch hier dieser Teil, das haben wir gerade schon gesehen in der anderen Höhle. Ihr seht, es ist alles exakt identisch. Ich werde also, ja, off-cam. Oh nee. Shit. Bin voll. Off-cam hier die Höhle leer machen und dann melde ich mich wieder. So, Höhle ist leer. Und ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich nehme an, ich habe das Alpaka überladen. Kann das sein? Oh ja. Und nicht mal knapp, sondern richtig viel. Okay, ich glaube, da kann ich nichts mehr machen. Ich habe noch 50 frei. Ich habe aber jetzt 200 zu viel drauf. Ich muss Zinnerze rausknallen. Was ist, wenn ich so mache? So erstmal. Und falle ich eigentlich runter, wenn ich zu schwer bin? Oder das ist bestimmt mein Gewicht mit drin, ne? Das ändert sich das? Es ändert sich nämlich nicht so wirklich. Also nimmt mein Gewicht mit dazu. Das heißt, wir müssen einfach Sachen wegschmeißen tatsächlich. Ja, oh, das tut aber jetzt weh. Moment, da müssen wir mal gucken. Das tun wir weg. Wir nehmen das Fleisch weg. Premium ungern eigentlich. Das Zeug brauchen wir alles. Das Leather Rope, das wiegt auch jetzt nichts. 0,3. 0,4. Was haben wir hier? Das Zinnerz ist klar. Das werden wir wegschmeißen müssen. Das werden wir, verdammte Tat, wegschmeißen. Ich will auch jetzt nicht diese Früchte wegwerfen. Das wird auch nichts bringen vom Gewicht her. Ja, müssen wir Zinnerz. Gut, wir haben ja ohnehin zu viel Zinnerz. Trotzdem schmerzt es natürlich. Oh, und das hier, den Stein natürlich noch, klar. Hier, das können wir vielleicht essen. Das können wir essen. Du kannst das trinken, kleines Alpaka. Das bringt aber auch nicht so richtig was hier. Das AA können wir hier lassen. Premium, das normale Beastblut habe ich auch noch nie benutzt. Weg damit. Bronzeblade, ach, das habe ich gar nicht mitbekommen, dass ich das eingesammelt habe. Moment, da müssen wir auch mal kurz gucken. 37,599. 49, ja, hallo. Habe ich irgendwie zwar darüber philosophiert, dass ich das mitnehmen möchte, aber irgendwie dann vergessen. Soll ich das hier mal wegschmeißen? Ich schmeiße es weg, komm. Ja, ich habe auch genug anderen Kram. Die Bowl brauchen wir jetzt auch mal gerade nicht. Die Salsa, boah, das wiegt alles nichts, ne? Das wiegt alles nichts. Wir müssen tatsächlich schweren Herzens uns von mehr Erzen und dergleichen trennen. Ich brauche doppelt so viel Kupfer, wie ich Zinn brauche. 900 Zinn. Das schmerzt jetzt aber wirklich. Blöd, ne? Dass ich das mich da so sehr verschätzt habe. Common Carcass. Weg damit. Claw haben wir ohne Ende. Weg damit. Beastheit ist nicht so viel. Premium Beastheit sowieso nicht. Premium Hunk sowieso nicht. Aber das normale Beastheit, weg damit. Tja. Premium-Sachen will ich, wie gesagt, ungern weggeben. Weg damit. Leather Rope, naja, haben wir auch nicht so viel Ledergedönse. Kompost, weg damit. Hier der Thatch, weg damit. Fiber, weg. Wein, weg. Bringt alles wenig, ne? Bringt alles wenig. Ah, nee, ist das doof. Übersehe ich irgendwas, was schwer ist und was ich mit mir rumschleppe? Moment, vielleicht. Ich glaube nicht, dass das was hilft. Aber vielleicht, wenn ich jetzt Stärke nehme, ob das was bringt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Jetzt habe ich darauf geachtet, aber 465 war es vorher, glaube ich, auch schon. So, jetzt muss ich mal eben mich hier rechenmäßig konzentrieren. Das passt zusammen, ergibt Bronze, und das passt zusammen und ergibt Bronze. Das heißt, das ist über. Ha! 464,4 von 465. Und wenn ich jetzt, nur nochmal, um sicher zu gehen, wenn ich das hier rüberschiebe, ändert sich zwar das, aber das ändert sich nicht. Was leider Sinn macht. Was passiert, wenn ich absteige? Da müsste ja, und wenn ich jetzt sage, hier, View Items. Ja,
Genau, ich selber wiege halt und das Gewicht von mir selber muss halt mitgetragen werden. Das hatte ich nicht bedacht. Ich hatte vorher immer so geguckt und dachte, ja, da kommt ja noch einiges zusammen, das passt ja. Das hatte ich einfach nicht bedacht. So, und ich habe ja auch niemanden, den ich irgendwie ja, mitnehmen könnte und dann sagen könnte, so, jetzt trägst du meinen Kram. Naja. So, wir müssen den Ausgang finden. Das Alpaka reitet jetzt gerade sehr langsam. Ob das am Gewicht liegt? Ja klar, ich selber bewege mich ja auch sehr langsam, wenn ich überlastet bin. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir irgendwo innen unterwegs sind. Ist ja manchmal in Spielen so, dass wenn man drinnen ist, dass man da nicht so schnell reiten kann. Das ist die Hoffnung, die aber leider nicht sich erfüllt. Shit. Ich habe jetzt auch wirklich wenig Bock, in der Geschwindigkeit nach Hause zu reiten. Silber scheint mir aber doch eher selten zu sein. Ach, oh, komm Fleisch, Premium Fleisch, kommt noch mal weg. Besser geworden? Nicht wirklich. Das ist ja eine Sache, die ich hier haben wir noch mal Kupfererz, was quasi übrig ist, weg. Das nehme ich so. So, ich reite zurück zum Lager. Das überspringen wir natürlich und dann gucken wir mal, was wir so erzmäßig machen können. So, wie gesagt, das überspringen wir. So, das bedeutet nichts anderes, als dass wir jetzt hier so einen Kiln craften müssen, wahrscheinlich. Und aus dem Kiln kriegt man Charcoal und Lime. Und dann brauchen wir auch noch das Furnace. Punkt. Wahrscheinlich so. Also zwei Gebäude brauchen. Also was heißt Gebäude? Ihr wisst, was ich meine. Crafting Station. Building Workshop und hier wahrscheinlich auch Building Workshop. Nee, Craft Manually. Den Earth Kiln. Ja, jetzt aber davor steht die Frage, wo stellen wir den Sums hin? Ich glaube, ich muss hier eine zweite Etage draufsetzen. Es hilft alle nix. Für diesen Zweck habe ich hier schon mal hölzernes Flooring gebaut, beziehungsweise wir machen mal eben Folgendes, ich lege mal alles rein, was ich hier so mitgebracht habe. Ach so, aus dem, wo ist das Alpaka? Brauche ich natürlich auch. Oh nein, ist es weggelaufen? Das waren die Turkeys. Die interessieren mich nicht. Ist das auf der Karte eingezeichnet? Das ist auf der Karte eingezeichnet hinter mir. Ach da. Es äumelt so am Feuer rum. Kann ich mit dir hier hinreiten? Boah. Und wenn ja, kann ich Kram ablegen? Vom Alpaka aus wahrscheinlich nicht. Boah. Kann man doch schon so schlecht anvisieren hier. So. Ich kann nicht wechseln. Man sieht nur. Na gut, okay. Dann steige ich hier ab. Stelle mich schon mal möglichst geschickt hin und sage: Gib mir das gute Zeug. Zack. So, was haben wir hier noch? Das nehmen wir alles bis auf das Wasser. Das können sie, kann das behalten. Wir nehmen auch mal hier einmal so eine Ladung Thatch raus und tun das hier rein, damit das Alpaka auch was zu futtern hat. So, jetzt kannst du wieder machen, was du willst. Und wir legen mal eben alles ab, was wir so auf unseren Reisen und wilden Abenteuern gefunden haben. Zack. So, Silberohr, also Silbererz. Kann man vielleicht auch Schmuck oder sowas draus bauen. Das Lederseil weg damit. Was ist das hier? Das ist eine Waffe. Okay. Dann legen wir das hier rein. Den Rest nehmen wir einfach weiter mit. So. Bumm. So, also wir waren gerade dabei zu sagen, wir brauchen das Wooden Flooring. Ich mache jetzt Folgendes. Ich ziehe hier eine Zwischendecke ein. Und danach kümmere ich mich um das Dach. Ich weiß ja nicht, beziehungsweise vielleicht lasse ich das Dach auch einfach Dach sein.
denn? Wie viel Flooring habe ich denn? Okay, das wird für. Ich sehe gerade schon Flooring verloren. Habe ich nicht hier angefangen? Ist das irgendwie. No supporting buildings nearby. Hä? Welches ist jetzt. Was, wo ist das Problem? Oder ist das jetzt. Je nachdem, wo ich. Habe ich nicht gerade hier das schon gemacht? Bin ich jetzt doof? Sag nichts. Das ist doch an der Wand. Oder kann man vielleicht Holzteile nicht an Thatch-Wänden befestigen? Was ja auch tatsächlich irgendwie nachvollziehbar wäre. Aber, naja. So, kommt hier die Treppe hin? Da hätte ich mir vielleicht vorher Gedanken drum machen sollen. Ich hatte überlegt, die hier so hinzumachen. Oder ich mache sie mehr so in der Mitte und packe das hier dafür weg. Das ist, glaube ich, eigentlich eine ganz coole Idee. Das Repair Bench oder die Repair Bench. Moment, ist da was drin? Jo. Repair Bench kommt weg. Die relativ praktisch ist normalerweise, nur da ich meine Klamotten ich ja so eingestellt habe, dass sie nicht kaputt gehen, ist sie eigentlich generell unnötig. Ich wollte es aber trotzdem einfach haben. So, die, ich sehe gerade, die Dings sind noch nicht fertig. Die sind noch in Produktion hier. Die. Nee, eigentlich nicht. Ich hatte irgendwann mal hier eingestellt, unter anderem auch schon Treppen, also alles, was ich so vielleicht in Zukunft brauche. Ich bin nur vielleicht einfach blind. Guten Chair ist der, da sind sie doch. Chair, hätte ich fast gesagt. So. Dann packen wir das. Aber nicht so, sondern. Ich hoffe. Boah. Ja, zuck, zuck. Boah. Nee, das gefällt mir alles nicht so richtig. Das könnte man. Ah, dieses Rumgezucke, ne? Ist ja übel. So wäre eigentlich gut. Also, natürlich mache ich hier noch was anders, ist klar. Aber so ist erstmal. Kann man ertragen. So, dann machen wir hier Relocate. Und packen das hier hin. So, das ist doch okay, würde ich sagen. Und machen hier Relocate. Und packen das hier hin. Oder kann man das daneben noch machen? Das kann man eigentlich. Kann man das eigentlich auch? Na. No. Murmel, Murmel. Schon, aber nicht so schön. Wieso muss man das denn so weit weg machen? Okay, das war natürlich so überhaupt gar nicht gelungen jetzt. Moment, das haben wir gleich. Das haben wir gleich. So. Und. Das Alpaka meldet sich auch kurz zu Wort. Hallo? Geht gar nicht. Collision detected. Mit was? Mit mir selbst, oder? Nope. Hä? I'm beginning to get mad. Ja, so ist auch gut. Komm. Dann machen wir das wieder zurück. Sorry, das muss jetzt bei ihm sein. Das muss schon irgendwie ordentlich sein. So einigermaßen, jedenfalls. So, dann gehen wir hier hoch. Schwubbeli, schwubbeli. Das geht eigentlich. Das ist ein bisschen eng, aber es ist noch aushaltbar, würde ich sagen. Ich habe jetzt auch keine große Lust, hier Umdekoration zu machen. Das mache ich dann mal off-cam. Mache ich es schön näher. So, ich hoffe, hier kommen die Leute auch hoch, wenn ich dann hier den Killen und was nicht alles hinpacke. Apropos Killen und was nicht alles. Was nicht alles. Wir brauchen für den Earthkill Stone und Flint. Das ist überhaupt kein Problem. Nehme ich an. Nein, ist wirklich kein Problem. Oh, das ist aber nervig, ne? Das Laufen jetzt hier. Man sieht immer diese dicken Balken. So blum, 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 blum. Okay, das ist, muss ich mal gucken. Oh, nee, das ist ja wirklich voll nervig. Das ändere ich aber nicht jetzt ab. Das mache ich dann mal off-cam irgendwann. Mache ich es vielleicht dann nochmal schöner. Vielleicht. So, killen, haben wir gesagt. Wieso ist das nicht weiß? Gab es da noch mehr? Habe ich das jetzt voll übersehen? Ja, Clay habe ich natürlich übersehen.
Da müsste aber eigentlich. Ja, klar, hier. Wollte gerade sagen, ne? Mehr als genug haben. So, Earthkillen. Läuft. Kann ich den Sumpf schon mal wieder zurücklegen hier? Nein, kann ich irgendwie nicht. Cannot add this item. Er hat die doch schon da abgezogen. Oder? 300 Flint. Kann ich das erst. Okay, das überspringen wir jetzt mal kurz. Also, das Killen ist fertig. Das war jetzt merkwürdig. Ich konnte aber auch trotzdem hier nichts mehr reinlegen. Warum? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also, ich konnte die Sachen hier trotzdem nicht mehr da reinlegen. Auch als das Crafting fertig war, ich musste es hier reinlegen. Warum? Weiß ich nicht. Aber gut, so ist es halt. So, außerdem brauchen wir ja den Smelter. Den suchen wir mal hier raus. Hieß das Ding nicht Smelter? Moment, habe ich dir angezeigt. Das hieß doch Smelter, ne? Okay, offensichtlich hieß es nicht Smelter. Profis am Werk. Ach, Furnace, ja, sicher. Ja, sicher. Hier, bitte craften. Ist alles da? Es ist alles da. Da kommt Kai-Uwe schon angelaufen. Nicht. Anita kommt angelaufen. Und die macht das. So, wir setzen den Kollegen hier. Und danach den hier, obwohl er unwichtig ist. Es ist natürlich, also sowas hier in der zweiten Etage eines Holzhauses zu bauen, ja, das macht natürlich gar keinen Sinn, aber so ist es jetzt halt. Es macht ja auch schon gar keinen Sinn, dass wir das Bonfire in einem Holzhaus haben. Ich muss tatsächlich gestehen, das stört mich auch ein bisschen. Das macht nicht unbedingt Sinn, aber. So, Kai-Uwe kümmert sich hier drum. Und dann packen wir das Ding, die Repair Bench, hier irgendwo hin, weil es keinen interessiert. Okay, das Schild ist schon schön, aber viel sehen tut man dann nicht mehr. Also ich werde das hier off-cam vermutlich schöner bauen. So, Anita. Jawohl. Brauchst du gar nicht wegbringen, gute Frau. Kannst du mir direkt in die Hand drücken eigentlich. Und mal gucken, wie schnell ich bin. Achso, das hat sie direkt ins Inventar bekommen. Okay. Moment, kann ich das hier nicht so wegnehmen? Ja, kann ich. Voll ratlos jetzt. Sie hat auch irgendwas zu gesagt. Egal. Das packen wir, also wenn es denn geht. Das. Oh, okay. Direkt daneben. Macht auch keinen Sinn. So, und hier drum kümmert sich Anita. Angor wäre der Beste. Der hat Killen schon am höchsten. Ich habe mittlerweile auch gelernt, dass sie das. Nee, ist gar nichts wahr. Irgendwo hatte ich gelesen, dass das hier sortiert ist nach dem Skill. Ne? Die oben haben am besten den besten Skill. Das stimmt aber nicht, offensichtlich. Anita haben wir gesagt, Killen 14. Na gut, die trainieren das ja eh, ist eigentlich egal. Ja, dann können wir eigentlich hier direkt hergehen und hier sagen, nichts. Und hier sagen, Moment. Nee, genau. Entschuldigung, war gerade total verwirrt. So, wir brauchen Tin Ingots. Wir haben, nur mal gucken, wir haben, glaube ich, 600 Kupfer mit nach Hause gebracht, richtig? Sag doch mal. Ja, hier noch so einen kleinen Restwert, aber wir haben 600, nee, Quatsch, 1200. 1200 Kupfer, das gibt 600, 600 Kupferbarren. 600, ich wiederhole, 600 Kupferbarren. Das können wir schon mal starten, ne? Ach, schon wieder falsch. Hier. So, Kupferbarren. So. 600. Doch mal 3 Stunden. Ich glaube, ich muss den PC mal nachts anlassen. Insufficient Fuel. Also, Fuel, okay, kommt. Ne, das können wir nicht machen. Wir machen da erstmal 100 nur. Wir machen da erstmal 100. Sonst wäre mir eine halbe Stunde schon eigentlich viel zu lang. Wir machen 50. Ich will ja auch mit den Ergebnissen arbeiten können, ne? So, versteht ihr? Dann machen wir Tin Ingots davon. Dann machen wir 60 hier. Komm, ihr habt mich überzeugt. 60. Und Tin Ingots machen wir. Brauchen wir nur die Hälfte, haben wir gesagt. 30. Und danach können wir dann Bronze Ingots machen. Auch 30. Ist doch so, ne? Nicht 330. So, was ist hier das Problem? Waiting for Cat. Achso, du hast Pause gemacht direkt. So, sie ist verwirrt, weil sie jetzt nicht weiß, wie sie runterkommt.
Plups, weg ist sie. Ach so, doch, sie ist wieder am Arbeiten hier. Schön. Hier, ihr müsst natürlich auch einen Sicherheitszaun hin, ne? Nein, kleiner Spaß. So, was machen wir denn, solange wir jetzt darauf warten, dass sie da oben fertig wird? Ich habe schon wieder neue Punkte hier. Das ist schön. Dann, jetzt muss ich aber genauer gucken. Die Tools. Ja, normalerweise würde ich ja mal sagen, Tools sind ja ein No-Brainer. Ne? Brauchst du auf jeden Fall. Schaltest du frei. Aber ist das wirklich so? Ich weiß ja nicht, vielleicht gibt es irgendwelche Sachen, die man erst mit bestimmten Tools abbauen kann. Ansonsten geht es sicherlich um die Abbaugeschwindigkeit. Jedenfalls ist das bei den meisten Spielen so. Ich habe das hier noch gar nicht so richtig festgestellt. Weil, und das kommt darum, warum ich das überhaupt anspreche, weil das jetzt meine Leute für mich machen. Und wie lange die brauchen, um irgendwas abzubauen, bin ich jetzt mal ganz ehrlich, ist mir total egal. Also gehen wir erstmal auf die Waffen. Da brauchen wir vermutlich, also hier gibt es irgendwie so ein Upgrade-Tool oder Upgrade-Teil, was man an die Weapon-Crafting-Bench anscheinend irgendwie dran bauen kann. Das werden wir natürlich bauen. 78 Bronzebarren. Alter Schwede. Okay, da muss ich nochmal ran an das Thema. Aber gut, hilft ja alle nichts. Den Speer kostet 2 Punkte. Das Ding kostet 2 Punkte. So, ja, den Bogen auch. Den benutze ich ja auch tatsächlich. Wie viele Punkte habe ich noch gleich? 6 habe ich noch. Wir machen den Bogen. Scheiße, jetzt sehe ich. Jetzt sehe ich erst, dass es ja noch andere Bögen gibt. Den Great Bow. Moment. Müssen wir mal gucken. Die Blade hätte ich gerne. Meine gut, Blade und Bronze Shield habe ich theoretisch ja schon. Und verbraucht sich ja nicht, deswegen. Ne? Battering Device, krass. Da kann man dann sicherlich, wenn man PvP macht, tolle Sachen mitmachen. On Thatched and Wooden Buildings. Oder kann man auch die Sachen von den NPCs ein. Ich habe ja schon auch einen Barbaren mit so einem Ding gesehen. Der hat er leider nicht gedroppt. Aber ist das wohl nur für PvP? Oder ist das auch, kann ich die Baracken damit angreifen? Und beispielsweise, wenn ich höherlevelige Alpakas will, die aus der Baracke zu holen und dann einfach neben denen mal eben locker die Wand zu durchschlagen. Naja gut, das ist eine Frage für später. Der Great Bow interessiert mich jetzt einfach, deswegen schalten wir den auch noch frei und mit den letzten 2 Punkten machen wir dann doch nochmal die Blade frei. Punkt. Was soll ich sagen? So machen wir das. Die Frage ist jetzt, hierfür war ich zu low. Gucken wir einfach mal oder versuchen wir, das ist ja auch irgendwie kacke. Ich muss hier nach Norden. Ich muss. Hier oben war ich auch noch gar nicht, ne? Und hier geht es ja noch Ewigkeiten weiter. Alter Schwede. Hier wird es ja keine Verbindung mehr geben. Das heißt, egal wie ich es drehe und wende, wenn ich irgendwie nach Westen will, muss ich immer hier nach Norden gehen. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob es vielleicht auch Boote gibt. Aber naja, keine Ahnung. Wir machen Folgendes. Wir erkunden noch ein bisschen. Wir gucken uns diese beiden Stellen an. Und wenn wir schon mal in der Gegend sind, sammle ich hier noch ein bisschen Zeug. Und dann arbeiten wir uns nach Norden vor. Ziel ist das Ding, der Rift Valley Scout, den hätte ich gerne. Da würde ich auch gerne vorbeigucken. Ob wir das alles dieser Folge noch schaffen, weiß ich nicht. Aber wir machen uns mal hier so auf, würde ich sagen. Machen wir das so? Gibt es noch irgendwas? Ja, gibt es noch Fragezeichen, aber ich weiß nicht, ob es das immer so bringt. Wir machen das so. Denn hier bis da die Barren wirklich rauskommen. Obwohl, die hat schon 15, 16 Copper Ingots. Was kostet denn nun mal? Also ich brauche ja schon für die Erweiterung brauche ich schon so unendlich viele. Ja gut. Wir gehen weiter. Schau mal eben, wie es hier aussieht. Stone Powder Fertilizer hatte ich nicht, aber die Cotton Plants, die sind noch im Wachstum begriffen. Oh, 6 Minuten, naja gut. So, wir reiten, habe ich da einen Punkt hingesetzt? Wir checken das hier ab
und werden uns dann weiter hier in diese Richtung durchschlagen. So machen wir das. Haben wir alles, was wir dafür brauchen? Wir haben sogar eigentlich zu viel. Wir haben zu viel. Ich sortiere mich mal eben neu, das überspringen wir mal. So, Ordnung ist geschaffen. Ich habe repariert, was ich reparieren konnte. Das war nicht viel, nur der Speer, weil das ein Knochenspeer ist. Die ganzen Bronzesachen kann ich eben noch nicht reparieren, weil ich ja noch keine Bronzebarren habe. Die sind aber in Produktion. Ich habe das jetzt die Zahlen gerade offcam noch mal ein bisschen erhöht, weil ich mir dachte, ja gut, wer weiß, wie lange du jetzt unterwegs bist, wann du wiederkommst. Da kann es schon sein, dass ja die viel, viel Zeit zum Craften haben. So, jetzt wie gesagt, gucken wir uns da hinten die zwei Fragezeichen an und werden dann mal so diese Bucht erkunden, ne? Oder die Ränder der Bucht erkunden, so muss man sagen. Ich fühle mich von der Einstellung her bereit, auch mal ein neues Biom zu entdecken, wenn es das denn gibt. In dem Ladebildschirm kann man ja sowas Wüstenähnliches sehen. Ich bin ein großer Fan von Wüstensettings in Spielen. Also im realen Leben zieht mich da jetzt nicht so viel hin, aber ich weiß nicht, in Spielen mag ich total Wüstensettings. Wer schon ein paar andere Videos gesehen hat von mir, das habe ich auch dann wann schon mal erwähnt. Dieses, ich sag mal, Tausend und eine Nacht Flair, das mag ich einfach. Warum, kann ich gar nicht so genau sagen, aber ich finde das cool und deswegen würde ich gerne hier im Spiel das auch mal sehen. Was mich hier tatsächlich auch stört. Grafisch und so ist alles wunderschön, aber überall diese Bäume, du rennst überall gegen, du siehst die Gegner nicht und so, ach, da krieg ich Krise, krieg ich Plack, wie ein großer deutscher Philosoph mal sagte, krieg ich Plack. Da ist wieder so ein Viech. Jaguar, Panther, ich weiß auch nicht, müsste ich länger drüber nachdenken, dann würde ich es erkennen. Guck mal, jetzt drüber lustig machen sich, dass ich nachdenken muss, was der Unterschied zwischen Jaguar und Panther ist, aber. Wie viele sieht man da in seinem Leben schon? Mal so gesehen, ne? Also, außer vielleicht im Zoo. So, da sind ein paar Outcasts, die nehmen wir mit. Einfach, weil wir es können. Nicht, weil es irgendwie sinnvoll oder notwendig wäre. Zücken den Bogen. Also Level 11 und so, das kann jetzt auch nicht so super ernst sein hier, ne? So ist es. Ja, das war gut. Okay. Dann das Schwertchen raus. Ancient Ruins discovered. Zack. So. Ich glaube nicht, dass die was beihaben, was mich irgendwie sonderlich interessiert. Geröstete Kartoffeln sind natürlich die eine Ausnahme. Na gut, egal. Ist gut gemacht da mit dem Pfeifen. Ist ganz nett. So. Supplies, Chests. Essen und so nehmen wir selbstverständlich mit. Ja, Silver Ore auch, Bowl, ja. Muss man ab und zu mal nachcraften. Ist ja ganz gut, wenn man sowas findet. Ist nicht verkehrt. So, hier ist nichts mehr. Es ist also wirklich auch bei jedem Hotspot immer genau eine Kiste da. Da gibt es überhaupt keine Überraschung. Da hätte ich jetzt gar nicht aufsteigen brauchen. Das ist direkt um die Ecke. Da. Mal sehen, was da gibt. Ist das aufregend? Ach so, ist das unten vielleicht? Da habe ich jetzt wenig Lust zu, den Weg da runter zu suchen, nur um da so ein relativ witzlosen Hotspot. Aber eigentlich so, wenn man so nah genug fährt, da müsste man hier irgendwie in eine Höhle kommen, um da. Also, dass es wirklich da ist, der Hotspot. Nee. Nee, das machen wir nicht. Wir gehen weiter nach Norden. Wir gehen in diese Richtung, weil ich. Oder sollen wir an der Küste lang reiten oder sollen wir oben lang reiten? Wenn wir oben lang reiten, könnten wir uns noch die zweite Baracke angucken. Der Claw Tribe, das hier unten war der Flint Tribe. Einfach mal so, einfach mal gucken. Was mich außerdem interessiert, tatsächlich, das hier ist so extrem rot. Das würde ich mir auch gerne mal angucken. So. Entscheidung ist gefallen. Wir überspringen einfach mal. Würde ich sagen, den Reiseweg. So, fast da.
Ich nehme an, das ist einfach nichts Interessantes. Ja, hier genau, einfach nur so ein bisschen Matsche. Okay, hätte ja vielleicht auch was sein können. So, wir schauen uns jetzt den Flint Tribe, Quatsch, Claw Tribe an. Claw Tribe heißt ja wohl nichts anderes, als dass die Panther-Jaguare gezähmt haben, ne? Der Klauenstamm. Achso, ich wollte dann mal einmal Wasser trinken, so. Dann schauen wir doch mal. Da geht schon mit irgendwas los. Das sind aber nur Outcasts, die auch ein Alpaka da haben. Au! Oh, alles klar. Ja, danke. Komme ich raus hier? Danke. Stop Mount Following. Speerchen zücken. Ne, nehmen wir lieber Schwert. Stamina regenerieren. Auf die Mappe geben. Ich habe wenig von diesem gelben Zeug, weil er mich jetzt gerade schon mal getroffen hat. Ich weiß aber immer eigentlich noch gar nicht, weil ich da auch noch nie so richtig drauf geachtet habe, wie man das Zeug regeneriert. Ja. Jetzt wäre es zum Beispiel lustig gewesen. Ach du liebe Zeit, die Todesrolle. Okay, jetzt wäre es mal an der Zeit, hier eine Bandage reinzuklöppeln. Nee, komm, lass gut sein. Ah, okay, alles klar. Habe ich irgendwie nicht gesehen, dass er sich darauf dafür bereit gemacht hat, der Kollege. Aber gut, alles gut. Achso, was ich auch schon mal nochmal testen wollte, war, kann man nicht mittlerweile sagen, irgendwie, wir legen die beiden Sachen übereinander? Ne. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Naja. So, also hier, Outcasts. Sie lassen wir in Ruhe. Outcasts interessieren uns nicht. Wir gehen weiter oder reiten vielmehr weiter da hoch. Meine Güte, so eine. Ist auch irgendwas? Achso, das ist ein Respawn-Feuer, ne? Genau. Schön. Das werde ich ja auf gar keinen Fall brauchen. Ja, also ganz im Ernst, ich gehe stark davon aus, ach, Bushstocks. Ich gehe stark davon aus, dass ich da nichts machen kann bei denen, dass die zu stark für mich sind. Vielleicht haben die auch schon Bronzeklamotten, was wiederum ein bisschen interessant wäre. Dann könnte man vielleicht versuchen, am Rand ein paar abzufarmen. Die haben jetzt einen richtigen Weg hoch. Am Rand ein paar abzufarmen, um das eigene Gear abzugraden quasi. Weil abgeranztes Bronzegear ist immer noch besser als gar kein Bronzegear. So meine Level 18. So, wir sagen, hier, da binden wir unsere Alpaka an. An diesen wunderbaren Steinstatuen. Dann packen wir einen Bogen aus. Dann sagen wir mal Hallo, wie gute Nachbarn das so tun, ne? Oh, der hat mich schon bemerkt. Da ist noch so ein Kollege. Level 16. Der hat gerade versucht mit seinem Hammer. Oh, das war. Ein Treffer. Und da purzelte er dahin. Und das sieht auch total ungesund aus, diese Körperhaltung. Der hat aber nichts Gutes dabei. Ne? Das ist einfach nur Steinzeug. Brauchen wir nicht. Das können wir mitnehmen. Herbs auch. Premium Bandage auch. Tja, wenn das so ist, können wir auch hier vielleicht mal ein bisschen gucken, zumindest. Ne? Oh, ich bin so ein guter Bogenschütze, ey. Da macht mir so schnell keiner was vor. Ah, Level 11. Das ist ja geradezu lächerlich. Warum sind denn die Zahlen so dunkelgrau? Das hat bestimmt auch eine Bedeutung irgendwie, aber das nehmen wir mit. Den Rest nicht. Ich denke, rechts oder links ist egal. Ich will jetzt nicht hier jeden killen, ne? Also das, also Dauerzeit macht jetzt auch nicht gesteigert viel Spaß, immer wieder die gleichen Kämpfe zu machen. Deswegen renne ich da jetzt einfach so durch. Ja, es hat ein anderes Skin, ne? Quasi, wenn man so will. Hä? Tschüssi. Zack. Kann man hier nicht hochklettern, weil da. Also ich habe sowieso die Erfahrung gemacht, man kann irgendwie an nichts hochklettern, außer an den eigenen Sachen. So, ne? Von meiner Vermutung her. Oh, das ist ja witzig. Wenn ihr jetzt am Berg gewesen wäre, dann wären die alle runtergerollt. Oder ist das jetzt.
Ist schon irgendwie so eine physikalische Geschichte, ne? Ist jetzt nicht irgendwie voranimiert. Ja, auch Nüsse können wir mitnehmen. Steigert das Wohlbefinden der Zurückgebliebenen. Also der Leute im Stamm. Zurückgebliebenen klingt etwas despektierlich, das wollte ich so nicht sagen. Ja, da kommen wir. Also man muss hier anscheinend zwiebelmäßig immer weiter nach innen vor. So, das Signalfeuer ist gestartet worden. Ja, ist dumm gelaufen, aber so ist es dann jetzt halt. Ach, wir sind Gefangene. Oh, da oben ist ein Boss. Also ich bin jetzt noch relativ entspannt, weil bis jetzt habe ich noch keinen wirklich starken Gegner gesehen. Aber jetzt wären es doch viele, sehe ich gerade. Hier, au, 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 au. Ja, natürlich. Ich bin entspannt und so. Keine starken Gegner. So, mal einmal kurz hier gucken, dass wir. Habt ihr gesehen, dass die versucht hat, mich zu treten? Ist es denn die Possibility? Ach. Oh, das Gute. Oh. Oh, ah, hier kein gelbes Dings mehr. Das wird mein Tod sein. So ist es. So ist es. Okay, da habe ich mich gnadenlos überschätzt. Aber guck dir das an, wie viele Leute das aber auch sind. Okay. Ja, ich bin tot. Nicht. Jetzt aber. Okay, aber wir haben ja hier unten gedacht, dass wir ein Lagerfeuer gesehen hätten. Also wir haben definitiv ein Lagerfeuer gesehen, an dem wir vorbeigeritten sind, was aus meiner Sicht auch ein Respawn-Punkt gewesen ist. Aber anscheinend habe ich mich geirrt. So einer halt. Das sind doch so Lagerfeuer gewesen. Ja, aber vielleicht muss man erst irgendwas freischalten, um das zu kriegen. Dann gehen wir hier hin. Ja, ist natürlich super, dass das Alpaka jetzt da hinten steht. Naja, gut. Ist halt so. So, unser Death Package haben wir dabei. Und das liegt hier rum. Und wir können es nicht einsammeln. Doch, boah, das hätte mich jetzt schon irgendwie ziemlich genervt, muss ich gestehen. Zack, alles wieder gut. Keiner hat es gemerkt. Ja, was mache ich? Ich laufe zurück. Ich glaube, das ist schaffbar. Will ich damit nur sagen. Ich laufe zurück. Und das überspringen wir natürlich, ne? So, kleines Update. Ich bin noch nicht wieder zurück. Ich bin so, ja, mehr als die Hälfte haben wir schon geschafft. Aber ich habe hier, ich glaube, die Grenze zu einem neuen Biom entdeckt. Also das hier ist der Regenwald hinter uns. Und das sind neue Bäume. Und wenn man hier runter guckt, dann, das ist definitiv ja kein Regenwald. Oh, was ist das denn da? Ein Vogel. Da, schau her. Also, ihr seht schon, das hier ist ein neues Biom. Aber mit also Klippen und sowas, man sieht cool aus, aber daher zu laufen, stelle ich mir jetzt nicht so witzig vor. Gut, wir schauen mal einmal, ob die Bäume hier anderes Holz geben, das interessiert mich schon. Oder ob ich vielleicht sogar mit meinem Knochenwerkzeug hier gar nicht weiterkomme. Ich blute übrigens die ganze Zeit, weil ich interne Verletzungen habe, die ich nicht heilen kann, weil ich natürlich meine Splints zu Hause abgegeben habe und die Dissipation Soup auch nicht mehr habe. Aber das wird sich gleich schon geben. Log, Resin, das haben wir alle schon. Tree Bark, Branch, alles alt. Achso, wir können es trotzdem zu Ende fällen, weil ich mir überlegt habe, da mal eben kurz vor dem Stamm. Was ist das denn hier? Gehört das alles zum Stamm? Ach, das ist die Koppermine. Okay, alles klar. Gut, da müssen wir jetzt nicht reingucken. Wir wissen jetzt, was eine Koppermine ist. Wobei das hier schon, na, schon einiges drumherum los, ne? Schön. Wir haben aber ein anderes Ziel und dafür machen wir nochmal so ein bisschen Thatch. Das brauchen wir ja, glaube ich, auch. Ne? So. So. Zack. Zack. So. Jo. Also ich denke mal fast, ich muss hier unten bauen. Das überspringen wir auch mal eben kurz. Ne? So, da steht die Hütte zum Wiederbeleben. Was gibt es da noch zu sagen? Eigentlich nichts. Wir gehen rein und wir gucken jetzt auch mal vielleicht einen Ticken vorsichtiger als gerade. Und wir schauen noch mal, ob wir
Moment, das ist ein anderer Eingang als gerade. Naja, ja, klar. Ach, das war blöd jetzt, weil mein Alpaka ja. Naja, gut, egal. Und wir schauen auch mal, ob wir eben die Leute ein bisschen. Ach, guck mal, da gibt es Kupfer anscheinend. Ja, ist das denn clever? Ja, ist eigentlich schon clever. Die Leute verlässlich umhauen, so. Und ja, Punkt. Zack. Damit das mit dem Feuer nicht nochmal passiert, das war schon ein bisschen blöd. Und, aua. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, keine Ahnung. Punkt. Ach so, dass wir Suppe und Splints finden, hoffentlich. Und sich dann dran denken, wenn die das dabei haben, dass ich das auch einsammle. Ja, das war clever. Hui! Ich glaube, sie wollte aufstehen in dem Augenblick, wo ich den Speer zurückgezogen habe. Sah super aus, muss ich sagen. Hat so aua, gut gemacht. Wo kam es her? Da oben. Ich wollte hier noch Bandagen einsammeln eigentlich. Du störst mich dabei, Freundchen. Ich muss sagen, ich habe immer noch nicht den blassesten Schimmer, wie der Schaden so berechnet wird. Manchmal mache ich so absurd viel Schaden und dann wieder so absurd wenig Schaden. Oder absurd wenig jetzt nicht, aber weniger Schaden. Achso, nee, gab es doch keine Bandagen. Ich habe es noch nicht gecheckt irgendwie. Ah, da haben wir schon mal Splints, das ist schon mal gut. Die können wir schon mal direkt benutzen. Zack, eine Wunde weniger. Vielleicht sollte ich auch doch mal die kleinen, ja, das machen wir gleich, die kleinen Bandagen so mitnehmen. Einfach damit wir da. Und natürlich die Bone Arrows. Ist da nicht gerade jemand hergelaufen? Ach, ist da oben mittlerweile. Achso, weil ich hier auch schon einiges kaputt gehauen habe. So sieht's aus. Komm hier. Zack. Zack. Vielleicht ist es auch deswegen grau, weil der. Ah, ne. Ich wollte gerade sagen, weil er irgendwie nicht, keine gute Haltbarkeit mehr hat. Aber das stimmt ja gar nicht. So, 144, 12. Das gleiche wie ich. Wer bist denn du? So motiviert hier. Oh, ankommst. Tot bist du. So, ich denke, ich nehme die Simple Bandages deswegen mit, weil das kann man sich zwischendurch mal so reinbrezeln. Also nicht, wenn man jetzt gerade so richtig in Fight, im Stress ist, aber einfach so zwischendurch. Punkt. Wie viel haben wir jetzt? Na, 10, da geht noch mehr. Herbs auch. Guck mal hier, Herb direkt nehmen. Ach, hatte ich schon welche. Schön blöd. Dann ist die letzte Wunde auch weg. Zack. So, jetzt würde ich gerne speichern, kurz, damit ich von hier neu laden kann, wenn es alles nicht so läuft. Können wir uns da irgendwie darauf einigen oder so? Zack. Hier Level 17, macht aber relativ wenig Schaden, ne? Ich verstehe nicht, warum. Und das war jetzt gerade, weiß, die Zahlen, ja? Ich weiß nicht, ob ihr das so schnell gesehen habt, aber die Zahlen waren weiß, die da hochplöppelten. Keine Ahnung. Was ist eine Kiste? Kann ich nicht hier. Moment, ich kann noch mal versuchen. Ich hatte ja mal irgendeine. Oh, Gold Ore. Nehmen wir. Oh, Bone Arrow. Mist, das wollte ich auch. Irgendjemand befreit und die wollte dann sofort mitkämpfen. Hi. Aber ich kann nach wie vor mit der nicht interagieren. Sonst hätte ich sie ja mal irgendwie ausstatten können. Aber sie kommt trotzdem mit. Ja, gut. Naja, gut. Was soll's. So, da oben ist der Clan-Tribe Leader Rockbreaker, Level 20. Also der heißt Rockbreaker. Das ist doch fein. Ah, wieder mehr Farbe. Charcoal, okay. Nehmen wir alles mit. Ja. Irgendwann müssen wir wahrscheinlich wieder aussortieren. Kann ich von hier oben rumcheesen? Zum Beispiel, indem ich darüber springe. Ihr ahnt doch schon, worauf das hinausläuft.
So, du bist ein normaler Barbar und hast auch einen Bogen. Das heißt, du bleibst wahrscheinlich stehen und ich kann dich ganz gemütlich von hier weg. Wenn du mal stehen bleibst, jedenfalls. Ja, klar, du bist ein ganz toller Hecht, bist du. Bleib mal stehen jetzt. Oh, der sieht aber auch groß aus da. Der Freund. Ja, du kannst dich gerne dazwischen schmeißen. Ach, du bist ein Chief auch, okay. Kein Wunder, dass du groß aussiehst. Ach, der kann auch Bogen schießen. Komm, ihr kriegt alle was von mir. Habe ich genug Pfeile? Ja, habe ich. Das ist ja blöd. Jetzt nicht da hinten resetten, Freunde. Das wollen wir nicht. Ach, warte mal. So eine Granate wäre doch jetzt eine schöne Sache. Eine Granate. Was haben wir denn da? Corrosion oder Combustion? Wir nehmen beide mal hier unten rein. Die Items brauchen wir jetzt nicht. Ach, jetzt sind die weg. Ja, jetzt sind sie natürlich alle resettet. Ist auch gut, ne? Man macht die erst auf einen Fleck und dann knuspert man den vielleicht an Dings rein, ne? Oh, schade, wäre fast ein Kopfschuss gewesen. Einen, so, eine Granate rein. Ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, den Boss können wir auf die Art und Weise nicht schießen. Wohl aber vielleicht die Kollegen, die da oben ihr Ritual. Ihr hat er jetzt eine winzig kleine Axt? Ja, er hat wirklich eine winzig kleine Axt rausgeholt. Oh nein, das ist eine Wurfaxt. Ja, gut, da schockt mich jetzt nicht. Wenn ich nur ein bisschen besser Bogenschütze wäre. Oh, das war ganz übel. Ach, Mensch. Oder sollen wir mal lieber, weil wir versuchen was anderes? Speer. Ich glaube, das ist vielleicht nicht besser. Nee, nee, nicht da hinten hinlaufen, Freund. Oh, der eskaliert völlig. Okay, der hat so einen Spezial-Move. Gut, das zu wissen. Er ist natürlich jetzt wieder weg. Kann man hier irgendwie an der Seite wohl? Oder ist das zu gefährlich? Da und dann da auf den Felsen und dann irgendwie näher da in die Mitte. Ah, probieren wir alles aus. Ah, guck mal, das sieht ja schon mal gut aus. Dann gehen wir mal hier drauf. Und dann, zack. Hi. Tschüss. Okay, hochmotiviert, Herr Freund. Au. Jetzt habe ich mich irgendwie vielleicht doch irgendwie eine eher schlechte. Ah ja, was war? Ah, okay, das geht. Ach, er. Ette. Zack. So, je mehr Typen ja schon tot sind, desto besser. Au. Oh, das tut ihm richtig weh. Schön. Schön. Nicht so schön. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der mich. Aua, ja, kann er. Aber gut, ich glaube, das könnte ich mit dem Schild vielleicht auch. Achso, apropos Schild, das soll man vielleicht auch mal nehmen. Wehe, du kommst hier hoch. Jetzt wird es aber langsam eng. Jetzt wird es sehr eng. Kann ich. Oh. Kann ich jetzt hier noch aufstehen, vielleicht irgendwie? Nein, kann ich nicht. Okay. Das habe ich von meiner Cheeserei. Ich glaube, wenn ich einfach aufstehen würde und diesen Kampf mit ihm suchen würde, mit seinem Äxtchen, was er da wirft, wäre das überhaupt kein Problem. Aber egal, wir haben ja jetzt unser Campfire. Ich mache hier, wir überspringen das Zurücklaufen. So, ich bin ein bisschen überrascht worden auf dem Rückweg. Jetzt bin ich schon hier im Kampf gegen diesen Zwischenboss hier. Was soll's, ne? Nehmen wir mit. Ich habe eine super Stellung für den, weil der mit dem Bogen schießt. Oh, jetzt will er mich erwischen. Nein, doch nicht. Ich kann einfach hier in Deckung gehen. Und ich sag mal, der Speer regelt das, ne? Relativ easy. Ja, okay. Wenn man es jetzt zeigen will, dann. Ja, ach so. Ja, Moment, stopp. Moment, 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 Moment. Nicht weglaufen. Oh, der eskaliert auch schon wieder so. Was ist denn mit dem los? Ich bin nur optimistisch. Mit der los. So, tot ist sie. Tot ist sie. Was hat sie denn Schönes? Das nehmen wir mit. Das nicht. Das nehmen wir mit.
Das ist alles nur Beastbone, Silber, Dingsbums, Tortilla, keine Ahnung, Mezcal, ja. Ist bestimmt eine einfach tolle Sache. So, hier gibt es bestimmt viele schöne Kisten, die ich noch leer räumen kann. Auch welche, die freundlicherweise schon aufgemacht wurden. Nehmen wir mit. Nehmen wir. Was ist das denn? Nehmen wir mit. Wie sieht's denn aus? Ah, geht noch. Geht noch. Ich will eigentlich gar nicht gegen die beiden da kämpfen, so wirklich. Naja, gut, komm, mit den Kisten und so ist schön, aber brauchen wir auch nicht unbedingt. Wichtig ist der Boss. Also, ob der wichtig ist, weiß ich auch nicht so richtig, aber. Hier kann man auch so hoch gehen. Oh, da kommt er auch schon. Der Freund. Kann man den jetzt irgendwie cheesen? Das ist die elementare Frage. Hier. Speer ins Gesicht. Ja. Aua. Spielstopp. Bitte. Wirf. Wirf, wirf, wirf. Erst du, dann ich. Okay? Du, ich. Das ist fair. So machen wir das. Du, ich. So. Oh. Schnell hinlaufen. Oh, was war's? Oh. Ja. Ah, ja, der Scheiß wieder. Nee, 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 nee. Ja, oh. Okay, oh, das wollte ich gar nicht. Aber das ist vielleicht ganz gut. Habe ich ein bisschen Ruhe und kann Stamina regenerieren. Ach, jetzt resettet der natürlich, ne? Wahrscheinlich, oder? Resettet er? Nee. Und das war's. Zack. Schön weggecheest, würde ich mal sagen. So, wo ist der andere? Oh, da ist der andere. Nein, die andere. So, die hat eine geile Körperbemalung, muss man sagen. Das leuchtet richtig, finde ich cool. Das kann man bestimmt mit der Paint machen. So. Das Loot, das Loot. Ich bin gespannt. So. Hier haben wir Claw Skin Basic Combat Costume. 200 HP, 12,5 Dings. Das ist schlechter als das, was ich habe. Bonehammer, alles natürlich. Rote. Ja, die Necklace ist besser. Tortilla, okay. Die Heilcreme, Bandagen, Worship. Ein Potion. Oh. Okay, damit kann man alles resetten, sowohl seine körperliche Form als auch die Attributspunkte. Nehmen wir mit. Silver Trinket. Ansonsten nichts Interessantes. Moment, die Buchse. 144, 12. Oh. Achso, das ist schon. Nö. Ah, das ist ein Schuh. Moment. 50, 12,5. 50, 12,5. Ja. Gut, sehen beide scheiße aus, oder? Von daher ist auch egal. Ja, dir Skin, okay, nehmen wir den mit. Ansonsten nix Gutes. Und das war der Boss hier. Bedauerlich. Aber gut, wir wollten ja auch eigentlich, oder ich wollte ja auch eigentlich gar nicht hier hin. Also von daher ist es schon okay. So, jetzt machen wir das da. Befreien wir noch eben die arme Person, die hier oben gerade geopfert wird. Ah, klar. Ach, einen Bogenschützen habt ihr auch dabei. Aua. Der muss ich jetzt echt. So. da fliegen Sachen. Zack. Speer in den Rücken. So, das ist noch eine Bogenschützen. Ich hätte gerne beim Priester jetzt, habe ich schon wieder nicht die Gelegenheit gehabt oder war zu blöd, kann man auch sagen. Hätte ich gerne gesehen, ob man den nicht irgendwie. Ah, hier haben wir noch einen. Eine. Würde ich nämlich gerne mal sehen, ob man die deterren kann. Du heilst dich nicht. Kann man nicht. Schade. Ach komm. Ach komm. Das lasst doch gut sein. Auch nichts Gutes dabei, ne? Gut, hier sind noch Kisten. Ich frage mich. Oh, Claw Tribes Basic Cloth. Das ist was komplett Neues. Ich frage mich, man braucht ja, also in einem meiner letzten Kommentare, danke dafür, habe ich den Hinweis bekommen, dass der Boss einen Pokal gedroppt hat, der letzte im letzten Dings, und dass ich diesen Pokal eigentlich gebraucht habe, um diesen Säbelzahntiger zu beschwören. Das ist mir selber irgendwie nicht aufgefallen, von daher danke für den Hinweis. Jetzt hatte ich gedacht, angenommen, Schrägstrich gehofft, ja,
dass der hier vielleicht schon für den zweiten Boss was fallen lässt, aber es ist nicht so. So, du kannst dich ausrüsten. Hier, guck mal beim Boss. Wir nehmen den, ach nee, wir nehmen nichts mit, weil ich nämlich hier voll mit Mist bin. Moment, aber von dem Mist kannst du ja schon mal was. Ach, du hast ja auch schon Kram. Ach, du hast ja richtig viel Kram. Ja, dann mache ich mir die Mühe auch nicht, weil ich nämlich davon ausgehe, dass der nicht lange überleben wird. Ich glaube, da sind wir uns alle irgendwie einig. Hier, du kannst das futtern, wenn du willst. Du kannst hier ein paar schlechte Bandagen mitnehmen und dich bandagieren, wenn du willst. Ansonsten habe ich noch irgendeinen Schrott, den du tragen kannst. Nicht so wirklich. Ach, wann, jetzt habe ich meine Granaten auch schon wieder vergessen. Ne? Naja, doch hier die Bowls, die kannst du, und die Cups, die kannst du auch tragen. Bitte schön. Ich bin ja gar nicht so, ne? Du siehst nicht gerüstet aus, aber anscheinend ist das die Rüstung. So, auf zum Alpaka. In diese Richtung. Ich tendiere dazu, einfach durchzurennen. Einfach durchzusprinten. Wobei, so viele sind es auch nicht mehr, ne? Ach, insufficient Mask Energy. Oh. Es sind anscheinend doch noch viele. Zack. Aber einer schon mal weniger. Zack. Er springt hier hochmotiviert rum, das muss man ihm lassen. So richtig was passieren tut dabei, glaube ich, nicht. Aber also mangelnde Motivation kann man ihm wirklich nicht vorwerfen. So. Zack. Also, Speer finde ich schon irgendwie cool. Und dann noch so ein Move hinterher. Läuft. Was macht er die ganze Zeit? Zugucken. So, mal eben kurz hier diese Geschichte mit der Energie. Dass wir da nochmal einmal hier Q drücken können. Oder ein paar Mal Q drücken können. Ist auch nervig jetzt, dass da oben da Leute drin sind. Wieso, ich kann die auch nicht anvisieren. Kann ich einfach so zielen? Treffe ich dann? Ja. der kriegt sie zum Beispiel, der bekam jetzt richtig viel Schaden auch. Obwohl der auch Level 19 war, ne? Oh, das sah schmerzhaft aus. So. Alpaka muss ja nach wie vor in dieser Richtung irgendwo sein. Ach ja, genau. Hier war jetzt, ging es nach rechts und links. Die läuft da hochmotiviert. Die lassen wir laufen. Wir springen hier einfach runter und nehmen den schnellen Weg nach draußen. Ist mein Kollege noch bei mir? Keine Ahnung. Ist mir auch egal, wenn ich ehrlich bin. So. Das, ist ja doch dafür, dass ich das eigentlich gar nicht wollte, dass ich da gar nicht eigentlich hin wollte. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt so wegreite, kommt der mit? Ja, das ist ganz gut. War das doch eigentlich eine feine Sache? War das doch eigentlich eine feine Sache? Das haben wir im Grunde genommen dann geklärt. Da gibt es jetzt nichts mehr zu holen, nichts mehr zu tun, wie auch immer. Wir gucken uns das noch eben an, weil das quasi in so einer Sackgasse ist. Das macht das irgendwie interessant oder so. Wir gucken uns das an. Ich erwarte nichts weiter als doofe Ruinen, die wir schon kennen, aber ist ja egal. Wir schauen uns das an und dann ist dann doch so langsam Zeit, in die neue Welt aufzubrechen. Also ich nehme an, dass nördlich und westlich vielleicht von dieser Bucht. Shit, ist das jetzt unten? Nee, Elite-Jaguar. Wenn ich mich recht entsinne, kann ich mit dem aber noch nichts anfangen. Also letztes Mal konnte ich auch nichts mit dem anfangen, außer ihn halt töten. Na, meinen können wir machen. Ach so, doch, da hier war auch so eine Steinplatte, die irgendwie gut war. Stimmt, da war irgendwas. So, wir nehmen den Speer raus, wir nehmen das Schild raus. Wir sagen dem Typen guten Tag. So, oh, der ist motiviert. Im Gegensatz zu meinem Krieger, dem ist alles relativ egal. Aha. Ja, und der ist gleich tot. Oh, shit, ich hätte was machen können. Irgendwas konnte ich machen, ne? Irgendwas konnte ich interagieren, aber ich war so panisch, weil ich dachte, oh, mein Kollege, der stirbt gleich und naja. Blöd. Kann ich das jetzt irgendwie machen? Habe ich noch nicht unlocked. Und ich bin voll. Das sah bei Besonderes aus. Hier, du kriegst dieses Fresh Meat, was keine Sau interessiert. Ne, Premium-Sachen kriegst du nicht, sorry. Die ganze giftigen Gelb.
Die giftigen Käfer haben gerne hier Ceramic Mold. Du kannst auch hier Clay haben, die Gold nicht. Silber auch nicht. Sharp Fang auch nicht. Obwohl Sharp Fang waren die normalen. Ne? Ja, kannst du auch haben. Beast Bone, Beast Hide hier kannst du haben. Federn, nee, nicht. Aber das hier, Alligatoren, habe ich auch noch nicht so viel Kram von. So, das reicht ja erstmal. Wir nehmen den Sumpf mit hier. Zack. Habe mich vertippt. So, jetzt gucken wir uns mal um, ob wir hier auch wie letztes Mal irgendwo. Das können wir auch vom Alpaka ausmachen. Irgendwo so eine Steintafel noch entdecken oder eine Kiste oder irgendwas anderes. Ach, jetzt ärgere ich mich ein bisschen, dass ich den gerade getötet habe, weil da irgendwas drüber stand. Ich muss mir vielleicht nachher die Slow Motion meines eigenen Videos nochmal anschauen, um zu gucken, was da Phase war, was ich da hätte machen können. Die hätte man bestimmt irgendwie vielleicht zähmen können oder so. Oh, das wäre geil. So ein Panther Mount. Gibt es, weiß ich. Habe ich schon auf irgendeinem Screenshot gesehen. Da ist was. Du dachtest wohl, du kannst dich vor mir verstecken. Aber nicht mit dem Commander. So, ob das wieder einen Technologiepunkt gibt. Oder vielleicht mal mehr, weil es jetzt irgendwie die zweite ist, die ich lese. Oder sonst irgendwie was Tolles. Ne, ein Punkt. Aber gut. Ach so, doch. Und irgendwie Stärke. Läuft bei mir, würde ich sagen. Oder? Doch. Kann man sagen. So, wir gucken mal hier. Klug in die Ferne. Und sprechen irgendwelche weisen Worte, die man halt so sagt, wenn man in die Ferne guckt, aber halt nicht sieht, weil alles neblig ist. Schade. Aber hier kann man sich runterschießen. Das funktioniert, bin ich mir sehr sicher. Ich weiß so gar nicht, wie es im Sprung- oder Fallschaden vielmehr aussieht, wenn man vom Alpaka. Ah, das ist aber jetzt sehr ärgerlich, dass gerade Nacht ist. Sonst hätte man hier sicherlich eine schöne Aussicht gehabt. So, man kann aber hier unten, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber man kann hier unten ja, das Wasser halt auch erahnen, klar. Da unten ist der Rift Valley Scout. Den holen wir uns als nächstes. Aber, sorry Leute, mit Blick auf die Uhr, denke ich, ist das ein Projekt für die nächste Folge. Ich muss sagen, wir waren eigentlich recht erfolgreich. Ne? Wir haben Zinn geholt, wir haben Bronze geholt, Kupfer geholt und produzieren Bronze. Wir haben hier mir nichts, dir nichts so ein Lager gemacht. Gut, ein bisschen cheesy mit mehreren Versuchen, schon klar, aber trotzdem haben wir gemacht. Das ist doch gar nicht schlecht gelaufen, würde ich sagen. Jetzt würde ich mich schon, ich hätte damals, als ich hier war, in der letzten oder vorletzten Folge, auch mal gucken sollen, was hier war. Ich hatte gedacht, das wären undurchdringliche Berge, aber das sind vielleicht auch einfach nur Felsen, auf denen man rumlaufen kann. Aber gut, naja. Wir werden in der nächsten Folge, das ist, würde ich sagen, so der Plan, hier in diese Richtung mal gehen. Offcam werde ich mehr Kram sammeln hier, Kupfer und Zinn, damit ich Bronze herstellen kann und auch Bronze Gear herstellen kann. Das wäre so das Ziel bis zur nächsten Folge. Okay, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir macht das Spiel nach wie vor großen Spaß, deswegen wird es auch noch weitere Folgen geben. Und ja, dann bleibt mir jetzt nur noch euch bis dahin eine schöne Zeit zu wünschen. Heute noch einen schönen Tag und dann verabschieden ich mich oder wir uns hier, ich und mein Kollege, mit einem Gruß, euer 80.